Hallo im Küchengarten. Heute dreht sich bei mir alles um die Süßkartoffel. Die kann ich nämlich heute ernten. Ihr wisst vielleicht, dass die Südkartoffel ein Gewächs ist, das aus Südamerika kommt. Das heißt, sie ist ein warmes Klima gewöhnt und man sollte darauf achten, dass man sie in unseren Breitengraden rechtzeitig erntet, bevor es kalt wird oder in den Nächten Frost entsteht. Ich pflanze meine Süßkartoffeln schon seit Jahren im Topf an und nicht im Freiland, denn wie ihr wisst, habe ich ja nicht unbegrenzt Platz und im Topf gedeihen die eigentlich wirklich gut. Ich hatte jedes Jahr gute Erfolge. Außerdem kann ich im Topf gut kontrollieren, ob Schädlingsbefall besteht, wie die Wasserversorgung ist oder ob irgendwelche Pflanzenkrankheiten entstanden sind. Was wir aber zuerst machen, bevor wir die Süßkartoffeln ernten, sind Stecklinge nehmen, denn diese funktionieren bei der Süßkartoffel wirklich total einfach. Und so ziehe ich mir meine Pflanzen aus diesen Mutterpflanzen schon für das nächste Jahr vor. Die überwintere ich dann bei mir im Haus an einer kühlen, hellen Stelle und kann sie im nächsten Jahr wunderbar wieder in die Töpfe einpflanzen. Gießen natürlich nicht vergessen. Auch wenn im Haus Schädlinge vorkommen, wie zum Beispiel im letzten Jahr die weiße Fliege oder auch Läuse, da war der Druck ja wirklich ganz furchtbar. Die Süßkartoffel überlebt das eigentlich immer ganz großartig und auch dieses Jahr ist sie problemlos wieder angewachsen und sehr stark und gut gewachsen. Die Süßkartoffeln sind Speicherknollen aus der Familie der Nachtschattengewächse. Und die Zubereitung ist ähnlich wie unsere Kartoffeln, allerdings sind sie etwas mehliger und werden schneller matschig beim Kochen. Ich liebe es, die Süßkartoffeln im Backrohr mit anderem Gemüse und schön Olivenöl und Salz zu kochen. Zuerst fülle ich mir hier ein paar Pflanztöpfe mit ganz normaler Gartengemüseerde. Ihr könntet natürlich auch Indoor-Erde verwenden, die vielleicht nicht mit irgendwelchen Schädlingen schon vorbelastet ist, oder diese gekaufte Gartenerde dämpfen. Ich mache das jetzt so und falls wirklich Schädlinge aufkommen, werde ich dann Maßnahmen ergreifen, wenn es soweit ist. So, und jetzt gehen wir unsere Stecklinge ernten. Um Stecklinge zu machen, nehme ich mir immer das Ende einer der schönen Schlingpflanzen, so wie hier, und schneide ein 30 bis 40 cm langes Stück ab. Von diesen Stecklingen entferne ich jetzt die unteren Blätter, die zupfe ich einfach ab, lasse nur mehr das oberste dran. Jetzt schaue ich, wie tief das reinkommt, das ist mir sogar noch ein bisschen zu hoch. Das heißt, ich schneide hier noch ab und dann stecke ich den Steckling einfach bis ganz auf den Boden in meine vorbereiteten Pflanztöpfchen.
Also hier lasse ich wirklich nur so viel Blätter am Stängel stehen. Das könnte man sogar auch noch abreißen. Und dann tief in den Topf hinein. Und jetzt kommen sie ins Haus und werden dort bis zum Start der nächsten Saison, also nach den Eisheiligen, gehegt und gepflegt und dann wieder in Töpfe gesetzt. Hier in New Bedland habe ich jetzt meine neue Kompoststation, wo ich alte Topferde mit Pokagi aufwerten will, dass ich sie nächstes Jahr wieder als Topferde verwenden kann. Das heißt, hier habe ich so ein Kompostsieb. Das lege ich mir jetzt hier direkt über diesen Kompost drüber. Und hier leere ich jetzt meine Töpfe mit Süßkartoffeln drauf und siebe dadurch gleich die alte Erde hinein und kann die Kartoffeln angenehm einfach heraussuchen. Das ging ja überhaupt ganz einfach, die waren leicht zu lösen und hier kam gleich die ganze Speicherknolle mit heraus. Also ich muss sagen, ich bin mit der Ernte eigentlich sehr zufrieden und damit gibt es dann morgen ein herrliches Mittagessen, da freue ich mich schon darauf. Ich danke euch sehr, dass ihr mir heute wieder zugesehen habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr habt was daraus mitgenommen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in euren Gärten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!